Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Israel aufgefordert, seine militärische Offensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen sofort zu beenden. Die humanitäre Lage in der Stadt sei katastrophal, hieß es zur Begründung. Der Präsident des Gerichts, Salam, gab die Entscheidung zu einem Eilantrag Südafrikas bekannt. Die Regierung in Jerusalem hatte im Vorfeld erklärt, keine Macht der Welt werde sie daran hindern, die eigenen Bürger zu schützen und gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. Michael Grütz in Brüssel. Wie genau lautet denn die Entscheidung in Den Haag? Nun, es geht relativ einfach zu sagen, in einem Satz, Israel soll seine militärischen Aktionen beenden und zwar immediately, sofort. Das bezieht sich auf genau die Charakterisierung, Beschreibungen, die Sie gerade schon angedeutet haben. Die Lage insgesamt sei desaströs in Gaza, in Rafah sei die Lage katastrophal und Israel habe seit Monaten nichts daran verändert. Im Gegenteil, die gesamte Lage habe sich drastisch verschlechtert. Das Ganze muss man vor dem Hintergrund sehen, dass das Gericht bereits im März Israel aufgefordert hat, sofortige Maßnahmen zu vollziehen, damit sich die Situation verändert und verbessert. Er hat aufgerufen, dass Israel mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung tut. Und nach Auffassung des Gerichts ist Israel dem nicht nachgekommen. Deshalb jetzt diese Entscheidung. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Das Ganze geht zurück auf eine Klage Südafrikas, die deutlich umfangreicher ist. Dort geht es darum, dass Israel Verletzungen im Hinblick auf einen Genozid vorgeworfen werden. Solch ein Verfahren ist äußerst komplex völkerrechtlich und wäre kaum innerhalb der nächsten Jahre zu vollziehen gewesen. Und weil das so ist, sind danach weitere Eingebungen von Südafrika gekommen, vorsorgliche Maßnahmen zu treffen für den Schutz der Bevölkerung, die jetzt eben heute in diesem Urteil, in dieser Verfügung des Gerichtes dann gipfelten. Inwiefern ist das Urteil denn jetzt bindend? Also muss Israel das Ganze jetzt umsetzen? Das Urteil ist rechtlich bindend und es obliegt den betroffenen Ländern, damit entsprechend umzugehen. Jetzt hat der Internationale Gerichtshof, das wichtigste Gericht der Vereinten Nationen, keine Weltpolizei, die dann solche Maßnahmen möglicherweise auch durchsetzt. Das heißt, es beginnt jetzt eine ganz schwierige Zeit. Die ersten Reaktionen aus Israel lassen darauf hindeuten, dass sich Israel überhaupt nicht gebunden fühlt an ein solches Urteil, an eine solche Verfügung und kritisiert das auch sehr deutlich. Also es wird wahrscheinlich erst einmal verpuffen. Der Druck auf Israel wird aber politisch natürlich deutlich wachsen und eine nächste Eskalation könnte sein, dass diese Frage vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kommt und da dürfte mutmaßlich Israel damit kalkulieren, dass die USA als direkter Verbündeter ein Veto einlegt und insofern etwas vorliegt, eine Verfügung vorliegt, die am Ende aber keine konkrete Anwendung findet. Sie haben es gerade angedeutet, der IGH, das höchste Gericht der Vereinten Nationen, verhandelt ja auf Südafrikas Antrag hin über den Gaza-Krieg. Inwiefern ist diese Entscheidung also heute Teil dieser Klage? Ja, es ist eindeutig so. Es hat mit diesem ganzen Prozess zu tun. Südafrika fühlt sich seit sehr langem Palästina, den Palästinensern verbunden. Das hat auch etwas zu tun mit der eigenen Apartheidsgeschichte in Südafrika, sodass man sich verpflichtet fühlt, seitens Südafrikas dem aus Südafrika empfundenen Unrecht nachzukommen und entsprechend zu klagen. Und da ist eben der Internationale Gerichtshof die richtige Institution. Und Südafrika ist auch keineswegs einfach gewesen, sondern sehr hartnäckig im Verfolgen dieser Überlegungen. Also diese Koalitionen, diese Verbindungen zwischen Palästinensern und Südafrika sind sehr eng. Und insofern ist Südafrika diesen Weg gegangen, dem jetzt das Gericht am Ende mit dieser Forderung Recht gegeben hat. Allerdings, man wird sehen müssen, ob sich das überhaupt umsetzen lässt. Stand jetzt sehe ich das eher nicht.
Und auch ein anderes Weltgericht, der Internationale Strafgerichtshof, untersucht ja den Gaza-Krieg. Dort wurden vor kurzem Haftbefehle gegen Hamas-Führer und israelische Politiker beantragt. Welchen Zusammenhang gibt es jetzt da zu der Entscheidung heute? Man muss vielleicht wissen, dass das eine Gericht, also der Strafgerichtshof, den wir jetzt sehen, dass der Konflikte zwischen Ländern versucht zu regeln und dass der andere Gerichtshof, der auch seinen Sitz in Den Haag hat, vornehmlich einen Angriff auf die Menschenrechte und persönliche Fragen erklären muss. Das heißt, dieser andere Gerichtshof, dieses andere Gericht kann ganz klar an einzelne verantwortliche Handelnde herangehen und daher eben dieser Befehl, dieser Superbefehl gegenüber Netanyahu, aber auch den Hamas-Mitgliedern. Aber eben in dem anderen Fall geht es um Streitigkeiten zwischen Ländern. Das ist der zentrale Unterschied. In beiden Fällen ist es schwierig, jeweils die Urteile tatsächlich dann zu vollziehen und durchzusetzen. Weil, wie gesagt, es gibt keine Weltpolizei, die das jeweils regeln könnte. Und bei den einzelnen Persönlichkeiten, die man jetzt strafgerichtlich sucht, käme es darauf dann an, wie ein Staat, in den diese Person dann reist, damit umgehen würde. Also das ist eine sehr rechtlich schwierige Gemengelage, wie man solche Urteile umsetzt. Deswegen dennoch wollen die Richter natürlich daran festhalten, dass es so eine Instanz überhaupt gibt. Gäbe es sie nicht, würde man solche Fragen am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht diskutieren. Also der IGH hat ein Urteil gefällt. Schwierig in der Umsetzbarkeit. Vielen Dank fürs Erklären, Michael Grütz nach Brüssel.